Pum. Das war ein sehr guter Pass von Nicolas, ein JBBL-Spieler, den ich dabei habe. Die anderen beiden sind Dominik und Giuliano. Heute wollen wir euch im FC Bayern-Tutorial zeigen, wie man richtig passt. Ja, wir fangen an mit Standardpässen im Stehen. Ich glaube, das ist zum Einstieg erstmal ordentlich für euch. Hört gut zu, weil Passen gehört einfach zum Spiel dazu. Und ich habe es geliebt als Spieler. Am einfachsten schnappt ihr euch einen Kumpel, nehmt einen Basketball zu zweit, stellt euch gegenüber auf, etwa so 4, 5, 6 Meter, je nachdem wie stark ihr seid, wie viel Power ihr in den Arm habt. Anfangen wollen wir mit einem klassischen Brustpass. Dabei ist natürlich wichtig, dass der Ball bei meinem Mitspieler, bei meinem Partner auf der Brust ankommt. Ja? Also hier wie so ein Feld einzeichnen auf der Brust, deswegen heißt er auch Brustpass. Ich passe ihn von meiner Brust einfach auf die Brust von Nicolas. Ja, das könnt ihr immer gerne überprüfen. Ihr habt die Hände schon an der Brust. Der war nicht perfekt. Ja, der muss hier auf der Brust auch ankommen. War auch nicht gut. Ja, perfekt. Ja, der war direkt auf der Brust. Einfach mal ein bisschen machen, Jungs. Dann erkläre ich euch dabei, was wichtig ist. Sehr gut. Ja, wird besser. Ja, bei den beiden sieht es sehr gut aus. Ja, lass mal die Hände stehen nach dem Pass, genau. Lass mal die Hände stehen, ja. Gut, nochmal. Lass mal die Hände stehen, ihr seht, ja. Bei Giuliano, die Hände, die klappen nach außen ab, damit der Ball auch eine Rückwärtsdrehung bekommt, damit der Mitspieler im Spiel den Ball besser verarbeiten kann. Wenn der Ball einfach rückwärts ankommt, dann ist er direkt in meiner Hand und ich kann ihn verarbeiten. Ja, mach das noch ein, zwei Mal, sieht sehr gut aus. Ja, mach mal rückwärts drall deinen Ball. Ja, yes. Ja, ihr seht auch, die Jungs gehen in den Pass rein mit dem Schritt. Beim Fangen gehen die so ein bisschen zurück, ja, um den Ball zu verarbeiten. Im Spiel geht es wahrscheinlich eher in die andere Richtung, damit du den Ball gleich mitnimmst. Ich glaube, beim Brustpass muss man nicht viel mehr erklären. Versucht einfach, den Ball auf die Brust eures Partners zu spielen. Dann könnt ihr euch selbst coachen quasi. Die nächste Variante von einem Druckpass, ich nenne es jetzt mal Druckpass, ist einhändig. Das heißt, der Verteidiger ist mehr auf meiner linken Seite und ich kann nicht geradeaus passen, weil da seine Hand ist. Jetzt will ich an ihm vorbeispielen. Jetzt nehme ich den Schritt auf die Seite, auf die ich passen will, raus, nehme meine rechte Hand hinter dem Ball und pushe den Ball quasi nur mit einer Hand. Ihr seht auch wieder, die Hand ist abgeklappt. Ja, genau. Schritt nach außen am Verteidiger vorbei. Julie, spiel mal Verteidigung ganz kurz. Ja, du spielst Verteidigung. Ich kann jetzt kein Brustball spielen, weil du vor mir bist. Jetzt will ich aber trotzdem den Ball zu Nicolas bringen. Ich nehme den Schritt noch mal ein bisschen weg vom Verteidiger und passe den Ball am Verteidiger vorbei mit einer Hand. Ja, das mal ein bisschen ausprobieren, Jungs. Mit rechts und links. Ja, wenn ich links gehen will, natürlich linker Schritt. Genau. Gut. Hopp. Und bringt wieder den Rückwärtsdrall da rein. Ja, hier könnt ihr schon ein bisschen spielerisch was einbauen. Das heißt, wir stehen beide gegenüber. Jetzt zeigt mir Nick die rechte oder die linke Hand. Und jetzt muss ich so schnell wie es geht reagieren. Also wir fangen nochmal an. Hände sind unten, du zeigst mir die Hand. Hopp, jetzt gehe ich nach rechts. Boom. Hopp. Jetzt muss Nick auch nach rechts. Hopp, zeig dir die Hand. Jawohl. Hopp. Super. Ja, mach das mal, Jungs. Auf geht's. Entscheidungstraining gleich mit einbauen. Ah, gleich falsch gemacht. Boom. Sehr gut. Okay, bei dieser Variation können wir direkt einbauen. Jetzt sind wir mit demselben Fuß gegangen, wo wir auch passen wollen. Jetzt wollen wir einen Kreuzschritt machen. Das heißt, Nick zeigt mir wieder seine Hand, wo er hinhaben will. Jetzt gehe ich aber nicht mit links, sondern ich gehe jetzt mit dem rechten Bein am Verteidiger vorbei. Ja, Julie war vorhin vor mir gestanden, da gehe ich jetzt vorbei. Jetzt passe ich auch mit der Außenhand. Ja, jetzt zeige ich den Nick Target, er auch mit dem Crossstep. Hand zeigen, jetzt gehe ich am Verteidiger vorbei mit dem Kreuzschritt und auch wieder die Außenhand bringt den Ball rüber. Hopp. Genau, können wir gleich mit Entscheidung einbauen. Hopp. Genau. Auf geht's. Kreuzschritt. Genau. Kreuzschritt und den Ball am Verteidiger vorbeipassen. Okay, very good. Jetzt will ich den Bodenpass spielen.
Bodenpass gibt es so eine goldene Regel. Ja, wir haben die Distanz, die wir überbrücken wollen. Und dann nehmen wir 2/3 von dieser Distanz, müssen wir überbrücken. Dann soll der Ball auf dem Boden auftatzen. Und das letzte Drittel steigt der Ball quasi zum Mitspieler. Also ich versuche, hier, wir haben die Zone, ja, also 2/3 ist ungefähr hier bei dem E. Ja, da will ich den Ball auftitschen, damit Nicolas ihn wieder sauber verarbeiten kann und am bestenfalls auch wieder fast in der Brust ankommt. Gut. Sehr gut. Dann machen wir ohne Beinbewegung, jetzt nur noch aus den Armen die Bewegung. Ja, genau. Bisschen weiter nach vorne, Nick. Jawohl, super. Da ist auch wieder der Rückwärtsstrahl entscheidend, wenn der Ball ankommt. Ja, da sieht man es gut, der Ball dreht sich rückwärts, wenn er bei mir ankommt. Auf geht's. Einfach mal beidhändiger Bodenpass. Streckt die Arme aus. Sehr gut. Gut. Da bauen wir auch jetzt gleich ein. Jetzt versuchen wir mal direkt aus dem Dribbling. Das ist meistens der Pass, wie ich den Big Man anspiele, von der Flügelposition. Ich habe einen aggressiven Verteidiger vor mir. Ich will mit dem Bodenpass am Verteidiger vorbeipassen. Das heißt, jetzt gleich mal aus dem Dribbling. Ja, wir dribbeln mit der rechten Hand. Jetzt mache ich wieder den Schritt mit dem rechten Außenbein und passe den Bodenpass am Verteidiger vorbei. Ja, komm mal mit dem Dribbling. Ja, rechte Hand, wieder rechtes Bein und Bodenpass zum Verteidiger. Sehr gut. Ja, wir können das vielleicht mal ein bisschen spielnah gleich zeigen. Sagen wir mal, Nick ist der Big Man. Dominik ist der Defender. Ich bin hier, kann jetzt nicht direkt passen, weil der Dominik seine Hände in meinem Passweg hat. Jetzt will ich einfach hier am Verteidiger vorbei und hier reinspielen. Ja, das ist quasi die Spielsituation, die wir gerade trainieren. Ja, übt es mal ein bisschen. Nehmt gerne die rechte Hand oder die linke Hand und arbeitet euren Bodenpass mit einer Hand. Zack, am Verteidiger vorbei. Hier könnt ihr auch wieder den Kreuzschritt machen. Am Verteidiger vorbei oder im Passgang. Sehr gut. Super. Ja, zeigt mal ein Ziel. Zeigt mal immer ein Ziel, wo ihr den Ball hinhaben wollt. Dann kann der Passgeber direkt trainieren, wie genau er passen muss, um einen ordentlichen Pass zu spielen. Okay, wunderbar. Jetzt, ja, der Verteidiger hat sich jetzt schlagen lassen mit einem Brustpass, mit einem Bodenpass. Jetzt hat er auch noch die Beine zum Verteidigen, lässt den Pass gar nicht mehr zu. Was ist die nächste Option? Überkopfpass. Das heißt, wir nehmen den Ball vielleicht nach einer Passfinte, nehmen wir den Ball über den Kopf und passen den Ball auch wieder auf die Brust des Partners. Geben wir nochmal den Ball. Ja, wieder hier. Ich täusche den Pass unten an. Der Verteidiger reagiert mit seinen Händen nach unten, nimmt den Ball über den Kopf und passt. Ihr seht wieder, die Hände klappen wieder nach außen, damit der Ball sauber fliegt, um eine bessere Verarbeitung des Balls zu bekommen. Also Pass finden nach unten, Hände klappen ab und ich will wieder den Ball direkt auf der Brust haben. Pass finden nach unten, Pass über den Kopf. Auf geht's, Jungs. Gut, Juli. Ja, jetzt bin ich mal der Verteidiger, pass mal den Ball zu Juli. Ja, warte. Ich bin der Verteidiger. Ich bin da hier unten, weil er die Passfinde ansetzt unten. Jetzt passt er einfach über den Verteidiger drüber. Nochmal. Genau. Passfinde unten, über den Verteidiger drüber. Einmal noch. Hopp. Und über den Verteidiger drüber. Ja, jetzt haben wir 3 Passvariationen. Brustpass, Bodenpass und über Kopfpass. Jetzt können wir das mit dem noch einen zweiten Kumpel dazu nehmen. Nick, könnt ihr den quasi als Verteidiger spielen lassen. Dominik hat den Ball. Nick spielt mal ja, so 60-70% Verteidigung. Jetzt muss Dominik quasi einen Weg finden, den Ball zum Partner zu spielen. Nach dem Pass wird Dominik Verteidiger, damit ich nicht die ganze Zeit verteidigen muss. Ja, und jetzt machen wir ein bisschen Druck. Pass finden, über Kopf. Sehr gut. Ah, super, Nick. Hab Druck. So, gut.
Pass finden benutzen, genau. Auch mal oben antäuschen und Bodenpass, super. Spielt mit dem Verteidiger, super. Klasse, schöne Außenhand benutzt. Ja, Kreuzschritt haben wir vom Dominik gesehen, super. Jetzt könnt ihr auch mal aus dem Dribbling spielen. Genau, sehr gut. Alles benutzen, was wir trainiert haben. Jawohl, super. Gut, Giuliano. Gut. Ja, wunderbar. Ich glaube, das sind erstmal Aufgaben, die ihr zu Hause draußen in der Wohnung ist wahrscheinlich schwer zu passen. Da braucht man schon eine große Wohnung. Aber übt es einfach im Winter natürlich am besten in der Halle, da ist es schön warm. Brustpass, Bodenpass, einhändig, beidhändig und Überkopfpass. Nächstes Mal zeige ich euch, wie man einen Fastbreak-Pass spielt, also so einen Baseball-Pass kann man ihn auch nennen. Aber übt erstmal die Sachen. Lasst uns wissen, was euch gefallen hat. Hier einen Kommentar rein, ein Like ist immer gut. Die Jungs haben das spitze gemacht. Ich freue mich auf die nächsten Folgen mit euch. Viel Spaß beim Üben. It's a game. We break through. It's a game.